machen heute weiter. Von den Panzern, die sich mal gewünscht wurden, dass sie gespielt werden. E50M. Was soll ich dazu sagen? Es ist, glaube ich, der Medium, 10er Medium, der bei mir einfach in der Garage steht. Ich finde ihn absolut nicht gut für meine Verhältnisse. Wie gesagt, das ist für mich so. Das könnt ihr anders sehen. Ich finde ihn absolut schlecht. Ich finde ihn wirklich absolut schlecht in Bezug auf seine, ja, Rolle, die er spielt. Er ist ja ein sehr großer Medium, etwas klobig, ist mobil, aber er ist halt groß. So ein Leo, der wirkt da schon ein wenig flacher. E50M ist halt groß. So. Jetzt ist das einer der Mediums, die ich halt nicht wegen der Kanone schlecht finde, sondern weil er keine Panzerung hat für das, was er ist, in meinen Augen. Können Sie uns mal angucken. Er wurde erst gebufft an der Turmfront, ja. Aber er hat 230 mm jetzt an der Turmfront, nur der Winkel ist halt trotzdem fast gerade. Also, das ist halt trotzdem zu wenig. Und der Turm ist das Erste, was du bei dem Panzer siehst. Und 230 mm in diesem Winkel. Ja, vielleicht kommst du, boah, überspitzt gesagt, auf 250 mit dem Winkel. Wenn du Gun Depression nutzt an einem Hügel, ja, vielleicht 270, 280. Vielleicht, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich kann es euch echt nicht sagen, weil keine Ahnung, wie sich das verhält. Ist trotzdem zu wenig für Stufe 10. Das mag gegen 8er funktionieren. Vielleicht manche 9er. Aber gegen 10er auf keinen Fall. Weil hier noch 200 an der Kanone. So, dann haben wir 150 an der Oberwanne. Die ist eigentlich gut gewinkelt. Frontal. Da kann ich nicht meckern. Unterwanne 120. Ja, da muss man halt ein wenig aufpassen. Das ist halt wieder nicht so geil. So, Kommandantenluke 100 obendrauf. Wir haben 80 mm Seitenpanzerung hier. Da kann man Sidescrapen auf jeden Fall. Ja, die Dinger hier 60 mm. Ich habe noch nie wirklich, muss ich ehrlich sagen, darauf geschossen. Kann man den dann instant da pennen? Wirklich an den zwei Dingern? Also ich meine, das wäre ja noch lächerlicher dann. Ich denke mal eher die 10 als Based Armor mit davor, weil das wäre ja sonst richtig, richtig Knülle. An den 80 mm. Nee, glaube ich nicht. Es ist halt wirklich der Panzer, den ich auch auf meinem Kanal, glaube ich, noch gar nicht gebracht habe. Also wirklich, das ist jetzt auch eine Premiere. Und ich finde ihn halt wirklich schlimm, schlecht, weil er nichts aushält in meinen Augen für die Größe, die er hat. Er ist mobil, ja. Er hat eigentlich eine gute Kanone. Soweit ich mich zurückerinnere. Ich habe knapp 60 Gefechte nur auf dem Koffer und dann habe ich keinen Bock mehr auf den gehabt, wirklich. Also ich fand den halt nicht geil. Wirklich überhaupt nicht geil. Dazu kommt, ja, wir haben gutes Leistungsgewicht. 60 km/h vorwärts, 20 km/h rückwärts, 19,2 PS pro Tonne. Wir haben 2050 HP. Wir hatten mal die meisten. Jetzt ist der E6 mit den meisten. Wir haben 381 Erkennbarkeit in der Bewegung. Wir haben 460 Meter Sichtweite. Wir haben 20 Grad nach oben, 8 Grad nach unten. Wir haben eine DBM von 9, DBM steht rechts, wir haben einen Reload von 9 Sekunden, Genauigkeit von 0,28, Zielerfassung 1,9, das ist okay. DBM von 2500, das ist nicht okay auf Stufe 10. Wir haben 390 Alpha, 270 Pen auf der Standard, 330 auf der Premium. Standard ist APCR, Premium ist Heat. Das ist ja, denke ich mal, typisch. Werden viele kennen. Und ja, er ist damit wirklich, wirklich nicht gut. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich mag ihn wirklich nicht.
Es mag genug Anhänger davon geben. Ich bin's nicht. Ich versuche trotzdem jetzt mal, vielleicht kommt ja die eine oder andere gute Runde vorbei. Es wurde sich gewünscht. Ich sträube mich nicht, da meinem Erzfeind entgegenzutreten. Ist somit eigentlich der Hasspanzer für mich wie die Grille. Die Grille ist für mich auch das Schlechteste, was es auf dem, also in dem Spiel gibt. Wirklich. Und die Grille steht auf dem Papier so. Und aber leider nur auf dem Papier in meinen Augen. Sie ist das, was die Taran geworden ist. Sie hätte gern das werden sollen, was die Taran ist. Die Taran hat gar nicht so gute Werte manchmal auf der Theorie, aber die Praxis zeigt es halt immer wieder. Und die Grille hat halt in der Theorie so gute Werte, aber die Praxis zeigt halt auch da wieder, dass das nicht stimmt. Ja. Ansonsten, ihr seht, ich habe nicht mal Zubehör drin in dem Ding. Wir müssen ja erstmal Zubehör einbauen. Was baut man da noch ein? Da könnte man ja einen Reload noch ein wenig runterdrücken. Die Genauigkeit. Ha, Mensch. Jetzt habe ich hier eine Vorstellung gemacht und habe erstmal kein Zubehör drin. Haut mir noch Weitsicht rein oder macht man hier doch Rambock? Na, Rambock ist eigentlich schon cool bei dem, ne? Oder Splitterschutz, wie es heißt. Ist ja Rambock, oder? Splitterschutz ist Rambock, ne? Ja, muss ich gerade selber mal durchgucken. Gut, man könnte natürlich hier auch Antriebsstrang noch machen oder Antriebssystem. Hat ja genug Leistung, da, das geht. Ne, das ist schon Rambock. Wenn man da mal irgendwas Kleines hat. Ah, komm, knall ich mir rein hier. Was kostet doch Spaß. Ja, und mein Kommandant hat Waffenbrüder, Sechser Sinn und Weitsicht drauf. Also, ja, könnt jetzt nochmal kurz gucken. DBM, gut, wir sind jetzt bei 8,1 Sekunden Reload. Ja, Genauigkeit 0,22, DBM von 2800, also um 300 gestiegen. Das ist ein Schuss. Macht's jetzt wahrscheinlich aber auch nicht fett. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Runden rein. So, wir sind auf Skorpion-Spaß. Drei Artis. Standardgefecht. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob man die noch so spielen kann wie früher. Wir sind schon eigentlich gut mobil. Ja, da kommen die ersten Gegner. Mal gucken, ob man die Position hier oben noch so spielen kann. Ich habe die jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war ja in dem Typ 88A Video mit der Top Gun. Seitdem habe ich die nicht mehr wieder gekriegt. Deswegen ist jetzt meine zweite Erkenntnis hier. Ach, diese DBM ist halt auch echt nervig. So, drei Artis, da muss man natürlich aufpassen. Jetzt ist ein Light raus. Und ich habe echt keinen Bock, die Arti zu küssen mit dem Koffer. Na klar geht der Light halt auch zu, ne, vor uns. Alter. Okay, 1000 weg. Jetzt habe ich gerade den Winkel wirklich unterschätzt. Aber da habt ihr auch wieder gesehen. Unterwanne. Ja, ist halt Unterwanne gewesen, mein Gott. Aber der Panzer strengt mich halt auch so an. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie ist er doch nicht so halt. Also. Ist halt einfach ein Scheißdreck in meinen Augen, wirklich. Es ist. Ich mag ihn einfach nicht. Ich werde mit dem auch nicht wirklich mehr gut Freunde sein, also. Es gibt so gewisse Panzer, die mag man einfach nicht. Und für mich ist der E50M halt wirklich einfach kacke. Jetzt habe ich aber richtig Glück gehabt, dass die nicht getroffen hat.
Fahrrad steht, brauche ich halt hier auch nicht kämpfen, ey. Das ist jetzt hier richtig, richtig Müll, ey. Die Taran hat halt auch einen Tarnwert wie. Ach Gott, ey, wirklich. Ist doch bei uns nicht. Die Gun performt ja schon, ne? Die Gun ist nicht so schlecht. Der Koffer ist halt einfach riesig und klobig. Ja, 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 komm. Scheiß Viereck hier. Der E6 jetzt bei ihr halt steht, ist richtig Müll. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, ich versuche mich echt zu konzentrieren und noch irgendwie was hier rauszuholen mit dem Koffer. Ja, das war. Ja, einfach durch den Turm. Dieser riesen Scheißeimer, wirklich. Es ist so ein. Ich versuche mich gerade echt nicht aufzuregen, aber. Dieser Panzer hat für mich halt keinerlei Vorzüge, warum ich ihn spielen sollte. Er hebt ab. Nichts hält ihn am Boden. Ich brauche halt dort nicht fighten mit denen. Das ist der absolute Tod. 6 ist raus. Ich bin echt am Überlegen. 50 einmal die erste Arti geholt. Denselben Gedanken hatte ich jetzt nämlich auch. Der andere E50. Ja, gut, dann ist die Runde wahrscheinlich schon durch. Ich weiß ja doch gar nicht, wo die Artis jetzt hier stehen können, überall. Ist ja so Müll.
Ja, und die zweite Arti, ja, die wird mich jetzt wahrscheinlich gleich balancen. Ja. Ja. Genau. Ah, ich lieb's auch, Artis wirklich drinnen zu haben. Steht da gerade 34.991? Das ist ein Fehler, oder? Ah, jetzt, ich wollte schon sagen. Also. Ja, 2.200 haben wir gemacht. Wir machen auf jeden Fall eine zweite Runde. Es gibt für jeden so einen gewissen Hasspanzer und das ist. Ja, da gehört der E50M für mich dazu. Der gehört einfach dazu. Oh, das ging schnell. So. Ja, wieder drei Artis, das ist cool, Alter, dass man das mal nicht auf eine pro Match pro beschränken kann. Meine Fresse, ist das nervig. Drei pro Team. Die ganzen Arti-Spieler, alle bitte weg. Sollen sie einfach nur einen Modus machen, wo 15 gegen 15 Arti gespielt wird? Separat? Fertig. Ich reg mich schon wieder zu viel auf. Ah, gut. Vorne jetzt erstmal frontal an die Stadt ran. Ich probiere jetzt einfach mal hier den Infight mit dem Koffer. Da nix. Noch ist auch hier vorne nichts. Der T100 mich jetzt gespottet hier oder was? Ja, gut. Egal. Nicht aufregen. Habe ich halt glorreich versemmelt. Na komm, komm hoch. Das ist jetzt hier so ein Peekaboo-Spiel. Ich meine, ich könnte auch mehr in die Mitte fahren. Aber da läuft es halt auch dann Gefahr, richtig schnell gemacht zu werden. Kette getroffen. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so gut treffe.
Die Badget ist halt nervig dort, ne? Oh, wir probieren es jetzt mal. War so klar. Ich fahr vor. Geil, 900 direkt, Alter. Oh. Mann, Alter. Bewegt euch ja nicht. Wirklich. Wie gesagt, die Kanone performt schon, ne? Also da kann ich halt nicht meckern. Aber das reicht für mich für diesen riesen Panzer halt nicht aus, dass der gut ist. Wahrscheinlich steht jetzt so ein TD da hinten, der mich hier übelst abaimt. Egal. Das war die Notschelle, die ich mir fressen musste. Trotzdem, ich bin halt einfach eingefroren. Ja, mein Gott. Da mache ich mir jetzt auch keinen Hehl draus. Ja, what the fuck, der ist gebounced. Ja, M60. VZ, wollt ihr vielleicht vorfahren? Na. Gut. 3400 kombiniert. Vielleicht hätte ich übers offene Feld fahren sollen. Aber ich habe halt auch keine Sichtweite mit dem Haufen, ne? Wenn er so einen schlechten Tarnwert hatte, das wäre ich jetzt so oder so da auch eher aufgegangen. Digga, der Feind ist direkt vor dir. Was machst du, Alter? KV4 nimmt den Jagd hier raus. Den VZ gepennt. Unterwanne, oder? Muss ja Unterwanne sein. Das ist gerade nicht. Da hat er eine Cash drauf geschossen. Das ist einfach nur Full Life. Okay, war Full Life. Ach, ein kaputtes Munilager oder warum geht das so lange da? Hä, sieht man das nicht?
die länger vor. Tja. Hauptsache, die Arti kann hier ihre 4000 schießen. Gut. Hat man das auch geklärt? 1600 gemacht. 1800 unterstützt. Bin ja auch Zweiter mit dem Ergebnis. Ja, abschließend dazu muss ich sagen, ich finde ihn immer noch kacke. Ist für mich einfach der schlechteste 10er Medium im ganzen Spiel. Jawohl. Er ist wirklich der schlechteste. Selbst der M48 120mm finde ich ein bisschen besser. Tja. So, Freunde, das war mein Video zum E50M. Mein erstes. Und wahrscheinlich auch einziges, weil ich habe keinen Bedarf, diesen Panzer weiter zu spielen wieder. Zubehör werde ich wahrscheinlich auch gleich wieder raushauen. Kann ja eigentlich auch gleich hier machen, weil das ist wirklich, also... Komm. Ich finde den scheiße, ganz ehrlich. Ich brauche nichts mehr dazu sagen. Freunde, das war meine Meinung. Und ja, bis zum nächsten Video.